Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, Kletterpflanzen sind ein hervorragender Sichtschutz für den Garten. In diesem Video möchte ich euch einmal die besten und pflegeleichtesten Sichtschutzpflanzen vorstellen. Als erstes stehe ich hier vor einem Spindelstrauch. Das ist ein kletternder Spindelstrauch. Den gibt es auch als kriechenden Spindelstrauch. Also diesen kann man auch als Bodendecker benutzen. Man kann ihn aber so wie hier an einem Zaun hochwachsen lassen, an eine Wand, an einen Maschendrahtzaun. Und hier sind ja Höhen bis zu 3 Meter möglich. Relativ pflegeleicht die Pflanze, muss man gar nicht viel mitmachen. Ab und zu mal ein bisschen in Form schneiden. Und ja, als Standort eignet sich hier alles eigentlich, sonnig, schattig. Damit hat die Pflanze kein Problem. Ja, die nächste Pflanze ist ein absoluter Klassiker. Das ist gemeiner Efeu. Das ist eine Kletterpflanze, die immergrün ist, auch im Winter, die auch frosthart ist und auch an so ja, ziemlich jeden Standort gedeiht. Die kann bis zu 20 Meter hoch wachsen. Das ist kein Problem. So, dann haben wir hier das immergrüne Geißblatt. Das ist auch eine Kletterpflanze, die eine Ranghilfe braucht, um zu klettern. Die wächst im Jahr ca. 1 Meter. Und auch relativ pflegeleicht. Sie ist immergrün und sie bietet dann auch schöne Blüten, die so ab Juni erscheinen und dann den Sommer über hindurch ja, in großer Fülle blühen. Das Schöne an dieser Pflanze ist, dass sie auch immergrün ist im Winter und ja, vom Boden her mag sie gerne so kalkhaltigen, frisch feuchten Boden und sie kann ja, bis zu 6, 7, 8 Meter groß werden. Ja, bei mir hier in Kleinformat an so einer Ranghilfe Wein. Ja, das kann einmal richtiger Wein sein zum Anbauen, wie ich das habe, oder wilder Wein. Der verliert natürlich im Herbst seine Blätter, sieht dann im Winter nicht ganz so schön aus. Und ihr könnt das sehen, ich habe hier ein bisschen Frostschutz dran. Ja, so ein bisschen Luftpolsterfolie, bis minus 15 Grad hält er aus. Ich habe das jetzt hier wegen den ja, frischen Trieben gemacht, falls es im Frühjahr noch mal kalt wird, weil ich ein bisschen Wein halt auch ernten möchte. Aber ansonsten, wie gesagt, ja, überleben tut die Pflanze minus 15 Grad und eignet sich auch schön an einer Hauswand. So, dann haben wir hier eine Pflanze für einen sonnig, möglichst warm geschützten Standort, der nach Süden ausgerichtet ist. Das ist der chinesische Blauregen. Der kann gut an einer Hauswand hochklettern. Er kann eine Höhe bis zu 10 Meter erreichen. Der ist aber relativ trockenempfindlich und sollte daher bei Hitze rechtzeitig gewässert werden, gerade wenn er halt auch an so einer Südseite angepflanzt ist. Ja, Endhöhe 10 Meter, das ist schon ordentlich und gut geeignet für eine Hauswand. So, zu guter Letzt möchte ich euch hier eine Pflanze zeigen, die viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, weil man sie mit einer exotischen Pflanze in Verbindung bringt. Das ist hier Kiwi. Es gibt frostharte Kiwisorten. Und die kann man eben auch ja, mit einer Ranghilfe hier hochwachsen lassen. Auch sehr genügsam. Die Pflanze braucht ein bisschen mehr Wasser. Ja, gerade wenn man sie wie ich hier an einer Südseite hochranken lässt. Und ja, frosthart. Und kann eben auch dann ja, mit etwas Glück ein paar frische Kiwis abschmeißen. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.